Was geht ab, ihr geilen Clubschis? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Blacklight Retribution in Gratis Spattes. Ich bin jetzt im Zombie-Modus unterwegs und ich hatte mich dazu entschieden, dass ich das im nächsten Part mache, damit die nicht allzu lange werden. Und ich habe keine Waffe. Alles klar, Zombies, kommt her, ich baller euch weg mit meiner nicht vorhandenen Waffe. Na los, wo seid ihr? Ich baller euch alle weg, kommt her, ey, ich schwör's euch. Okay, Bedrohung entdeckt. Ich habe keine Waffe. Ist das normal? Er kann schießen, warum habe ich keine Waffe? Alter! Wie soll ich denn ohne Waffe spielen? Wollt ihr mich verarschen? Soll ich die hier jetzt messern oder was? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass man am Anfang keine Waffe hatte. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, also das hier ist der Zombie-Modus von Blacklight Retribution. Im Spiel heißt er selbst Onslaught. Und ja, man muss hier halt überleben. Es kommen auch hin und wieder verschiedene Missionen, die man machen muss. Auch Bosse gibt es, glaube ich, auch. Scheiße, wo ist jetzt das Ding hin, hier zum Kaufen? Da. Ich habe keine Waffe, Alter. Oh, oh. Ich glaube, das ist ein Hund hinter mir. Nee, also jetzt mal ohne Spaß. Wo ist meine Waffe? Ich kann doch nicht einfach nur mit einem Messer durch die Gegend rennen. Wo komme ich denn da hin, Alter? Was ist hier los? Ich kann doch nicht nur die Zombies messern. Seid ihr geistesbehindert? Alter. Man sieht auch unten rechts, ja, Flammenwerfer erhältlich. Ich möchte eine vernünftige Waffe, eine normale Waffe. Okay, was ist da los? Man sieht auch unten rechts, nee, nicht unten rechts, unten. Oh shit, das war das Hacken. Hier muss man aussuchen, die Zahl, die in der Mitte ist, muss man halt links oder rechts dann aussuchen, zuordnen. Ist relativ einfach, wenn man weiß, was man machen muss. Ohne Spaß, ich krieg hier gleich zu viel. Wo ist meine Waffe? Ich habe einfach keine Waffe. Also, man sieht auch unten, es gibt 10 Runden, glaube ich, oder wie viele das sind. Die muss man halt überleben. Aber die werde ich nicht überleben, da ich nur ein scheiß Messer habe. Was ist hier los? So, ja, lass mich mal sterben. Vielleicht kriege ich dann gleich eine, wenn ich wieder gespawnt bin. Würde ich zumindest toll finden. Ich weiß nicht. Ah, man hat hier jetzt eine freie Kameraperspektive. Oh, oh, G-Gamer ist gefallen. Ich würde mich ja schämen, denn du hast eine Waffe, Junge. Okay, er ist hier unser letzter jetzt. Holy shit, ey, was machen unsere Leute denn? Also ich hatte keine Waffe, ich konnte mich nicht wehren, ja? An mir liegt keine Schuld. Kriegt das hin? Ich hoffe. Ach, komm schon. Ah, da ist sogar ein Typ, der auf ihn ballert. Alter, lol. Okay, er ist tot. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Ich hatte die zweitmeisten Kills und ich hatte nur ein Messer. Alter. Manchmal frage ich mich echt, was mein Team macht, ne? Das ist der Wahnsinn. Ah. Oh, Entschuldigung. Einmal gegähnt und dann noch gegen das Mikro gehauen. Läuft. So, ich werde gleich nochmal starten. Und ich hoffe, dass ich dann eine Waffe habe. Und nicht nur mein Messer. So. Ja, da habe ich doch mein Sturmgewehr. Warum hat er mir das vorhin nicht gegeben? Irgendwas stimmte da nicht.
Mal gucken, ob ich es jetzt habe. Ich hoffe. Also sonst habe ich ein kleines Problem, würde ich sagen. Jawohl, da habe ich es doch. Mein Sturmgewehrchen. Oh, ich habe vergessen, die Mitteilung auszumachen. Hoppala. So, jetzt können wir auch ordentlich verteilen hier. Also hier gibt es halt auch Depots, die werden an einer bestimmten Stelle immer freigeschaltet. Also es gibt natürlich mehrere auf der Map, aber man kann immer nur an eins ran, das ist dann quasi online gestellt. Und da muss man dann halt gucken, dass man da rechtzeitig hinkommt. Denn man hat nicht viel Zeit zwischen den Runden. Am besten befindet man sich schon am Ende der Runde da, wenn man sich was kaufen will. Alter, was macht der Typ denn hier? So. Also jetzt ist das relativ noch harmlos. Aber später, wenn dann mehrere da sind, dann wird das doch schon ein bisschen hart. Was ist das denn? War das Munition oder so? Keine Ahnung. So, rechts steht 6 verbleibende Wellen. Das ist natürlich Schwachsinn. Sondern überlebende Zombies. Also die muss man noch töten. Und man sieht da oben, da über Team Warlord. Das ist momentan Alain Lenz. Das ist der, der die meisten Kills gemacht hat. Also da sieht man dann, oh, der Typ rasiert gerade weg. Ich möchte mich mal ein bisschen auf der Map umgucken. So, okay, da kommen Hunde und sowas raus. So. Alter, ich bin nun der Team Warlord. Läuft. Ich rasiere hier jetzt alles weg. Pass mal auf. Bam, 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 bam. Also das ist halt so ein klassischer Survival-Mode in Zombie-Form. Oh, hoppala. Der Hund hat gerade einen kleinen Leck gehabt. So. Aua. Was? Missionsziel abgeschlossen? Was für ein Missionsziel? Was? Achso, da hinten ist ein Missionsziel. Scheiße. Okay, da sollten wir mal hin. Alter, ich habe keine Muni mehr. Ich habe nur noch meine Pistole. Aua. Aua. Also, die sind auch auf jeden Fall schnell. Die sind nicht leicht auszutricksen, wie man das aus Black Ops 3 kennt. Oder allgemein aus Black Ops Zombie-Modus. So, baller weg. So, wo ist... da unten ist das. Man kann auch Munition aufsammeln. Also ich habe jetzt wieder 60 für mein Sturmgewehr. Aber es ist halt nicht allzu viel, 60 Schuss. Ey, komm! Lass mich jetzt nicht in den Stich. So, schnell weg hier. Also man muss natürlich gucken, irgendwann, dass man dann bessere Sachen hat. Man kriegt natürlich bessere Waffen, wenn man bessere Waffen hat später, wenn man gespielt hat. Dann ist das hier natürlich auch einfacher. Und ich will hier mal ein Granätchen werfen. Boom, Alter, jawohl. Und man muss halt gucken, dass man möglichst viel Geld kriegt, dass man sich halt die guten Sachen holen kann. So eine Special-Waffe oder auch den Kampfanzug. Denn irgendwann kann man den echt verdammt gut gebrauchen. Aua. Aua. What? Warum ist mein Team tot? Leute. Aua, aua, ich werd... Aua. Aua, 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 aua. Nee, den krieg ich nicht, Alter. Ich werd sterben. Keine Chance. Alter. Das sind so viele. Ich häng fest. Nein. Oh, scheiße, Mann. Ja, also er ist schon ein bisschen anspruchsvoll, was daran liegt, dass die Maps ziemlich klein sind. Man hat nicht allzu viel Ausweichmöglichkeiten. Und es kommen halt auch richtig viele, die auch verdammt schnell sind. Also, ihr habt es gerade gesehen, weglaufen vor denen ist nicht. Und wenn dann auch noch Leute kommen, die auf dich schießen, das wird noch härter.
Ihr seht auch, man kriegt auch nicht allzu viel von der Währung, also 202 jetzt im Game. Ist im Vergleich, wenn man 25.000 braucht, um eine Waffe permanent freizuschalten, natürlich wenig. Aber deswegen ist es halt auch Free-to-Play, so laufen Free-to-Play-Spiele halt. Ich weiß nicht, soll ich nochmal eine Runde? Komm, wir machen mal noch eine Runde. Die gehen ja eh nicht so lange bei mir. Und dann gucken wir mal, wie weit wir diesmal kommen. Also es macht schon Spaß, das Spiel zu spielen. Das kann man so festhalten, denke ich. So, komm. Jetzt mach doch. Drück bereit. G-Gamer, Alter. Hier, erstmal gemutet, du Sack. Profil anzeigen, Party einer stumm, Kick-Abstimmung. Okay, er will nicht. Ernsthaft? Ja gut, dann würde ich sagen, beende ich hier doch das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Lasst mich wissen, ob ihr mehr von dieser Reihe sehen wollt, von Gratis Partys. Und auch, ob ihr mehr vielleicht von Blacklight Retribution sehen wollt. Ich hätte auf jeden Fall schon ein bisschen Bock dazu, wenn man dazu vielleicht hin und wieder ein Video raushauen würde. Wenn ihr da Bock drauf habt, natürlich auch. Sonst bringt das natürlich nicht viel. So als kleines Zwischenvideo dann. Und da würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.